Deswegen grundsätzlich, wie ist denn das Verhältnis, ne, so zwischen Inhaber, Führungskraft und Angestellten oder Beauftragten? Naja, in der Boss-Ecke, ne, man sieht schon den Geldregen, ne, so sieht der klassische Geschäftsführer aus oder der klassische Inhaber für den Beauftragten. Ne? Also der Beauftragte denkt sich, ja, der Chef oder mein Chef, der will ja ein Geld scheffeln. Wiederum denkt der Chef, okay, Betriebsrat und Beauftragter, ist irgend so ein Meckerhannes, ne, der hat immer was zu meckern, der kommt immer nur, wenn er moppern kann. Oder ne, der Chef sieht für den Beauftragten aus wie jemand, der na, mit der Bazooka oder mit einer Pumpgun auf Spatzen schießt. Und wiederum, ne, für den Chef sieht der Beauftragte gegebenenfalls so aus wie jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat. Ne? Ja, ich glaube, dass eine Klobürste schwingt, irgendwelche Sachen sagt, wovon er überhaupt, wie gesagt, nichts versteht. Und das ist immer so ein Spannungsverhältnis. Also in den meisten Fällen ist es halt wirklich immer so, dass man halt einen Kriegszustand hat. Ne? Also der Chef kommt mit dem Betriebsrat oder mit dem Beauftragten nicht klar oder der HR kommt mit dem Betriebsrat nicht klar. Der Beauftragte an sich sagt, hey, ich erfülle hier zwar die Funktion, aber das ist rein pro forma, halber nach außen. Keiner hört auf mich. Der Chef, der macht eh, was er will. Also da muss ich ganz klar sagen, stopp, respektare, also respektieren sollte man sich. Also grundsätzlich sollte man verstehen, ohne den Chef, ohne den Inhaber wäre die Firma nicht da. Und der Betriebsrat oder der Beauftragte ist dafür da, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen, ne? Damit der Chef nicht in Haftung ist, damit alles gesetzlich richtig abläuft. Weil wir haben extrem viele Gesetze hier in Deutschland und genau diese Beauftragten, ne, zum Beispiel Arbeitssicherheitsbeauftragter, schaut nur auf das Thema Arbeitssicherheit, Erste Hilfe zum Beispiel, Brandschutz. Und jeder dieser Beauftragtenfunktionen ist dafür da, damit der Inhaber auch nicht fahrlässig handelt oder mit grobem Vorsatz zum Beispiel. Dann ist der im Knast, der Inhaber. Ne? Das heißt, es geht grundsätzlich darum, für den Beauftragten, dass die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter auch gut sind, ne, dass sie auch gerne zur Arbeit kommen, ist ebenfalls im Sinne des Inhabers. Ne? Wenn die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, sind die motivierter, machen eine bessere Arbeit. Also es ist ein Miteinander. Deswegen halt Stopp, respektare. Man kann mit niemandem sich an den Tisch setzen, den man nicht respektiert. Kommt aus dem Bereich Diplomatie. Ne? Also man merkt, wenn jemand einen nicht respektiert. Wenn ein Diplomat zu einem, ja, jemanden geht, ne, dessen politische Vorgehensweise, naja, kontrovers sind, ne? Die andere Person, der Diktator, würde merken, wenn der nicht respektiert wird. Und die Diplomaten trainieren sich darauf. Respektare, also Respektare kommt von nochmal hinsehen und etwas finden, was man an dieser Person respektiert, damit man eine Grundlage hat, um an diesem Tisch eine Einigung zu erzielen. Weil prinzipiell wollen alle dasselbe. Ne? Also der Inhaber möchte nicht im Knast sein, der möchte, dass die Firma läuft. Der Beauftragte möchte auch, dass die Firma läuft. Der Beauftragte möchte gute Rahmenbedingungen für, ja, ich sag mal, die Personengruppe, die er betreut. Und möchte natürlich auch gewertschätzt werden für diese Funktion, die er dort erfüllt. Deswegen, wir sitzen alle grundsätzlich, alle sitzen wir im selben Boot. Ne? Wie der Zufall so will, sitzt gerade der Beauftragte hinten und paddelt. Das war eher ein Zufall. Ich habe das eigentlich so stehen lassen, weil ich es lustig fand. Und ich bin ein Filmenerd. Ich nehme gerne Zitate und um es hier mit den Worten von Captain Jack Sparrow zu sagen, es geht nicht darum, was ein Mann kann oder was ein Mann nicht kann. Ne? Ich zum Beispiel kann dich absaufen lassen. Aber dieses Schiff alleine nach Tortuga bringen, kann ich nicht. Also ja, der Boss kann jemanden rausschmeißen, der kann jemanden kündigen, whatever, aber dieses Schiff alleine segeln, das Unternehmen führen alleine, kann der nicht. Genauso wie der Beauftragte nicht alleine die Firma führen kann. Das geht nur zusammen. Thank you.